Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Banished. Und ja, es läuft. Rossnocke läuft. Wir bekommen Einwohner ohne Ende, 224. Wir haben zwar immer noch zu wenig Wohnhäuser, aber wir wollen uns in dieser Folge hier drüben dem Viertel mal etwas widmen. Das heißt, das Ganze hier ausbauen. Und da werden wir auch noch dieses ein oder andere Haus hinbauen. Ich habe hier mal gerade noch zwei Stück hingebaut, dass wir einfach mal noch zwei haben. Hier wollten wir ja mit unseren Obstgärten ein bisschen was machen. Und die perfekte Feldgröße ist 13 mal 9, habe ich rausgefunden. Ich würde sagen, wir machen es einfach. Frage ist, passt hier noch irgendwas hin? Nee, das ist noch ein 6. Okay, vielleicht machen wir auch noch ein normales Feld dabei. Ich weiß es noch nicht. Wir machen aber erstmal die Obstgärten hier hin. 13 mal 9. So. Vielleicht können wir hier irgendwie... 13 mal 8... Ah, da würde was fehlen, ne? 13 mal 7 geht, glaube ich, auch. Wir machen 13 mal 7. Können wir hier, glaube ich, auch machen. Ja, können wir hier auch machen. Dann haben wir hier ein paar schöne Obstgärten und dann können die Leute da arbeiten und hier leben und alles ist cool. So, da passt nichts mehr hin, okay. Und das heißt, wir machen hier... Ich würde sowieso ein paar mehr... Oh, halt doch Wege nehmen. Ich wollte sowieso, hier ein paar mehr Häuser hinbauen, weil wir, denke ich mal, nicht allzu lange mehr da drüben unsere ganzen Erze abbauen können und früher oder später hierhin wechseln werden. Das heißt aber auch, dass die ganzen Leute, die in den Minen arbeiten, ja, wir haben zwar hier jetzt noch drei volle Minen übrig, die wird bald leer sein. Na, ich weiß noch nicht, mal gucken, wir werden sehen. Was wir allerdings auch noch brauchen hier ist eine Kirche. Weil die ist voll, aber da haben wir, glaube ich, hier den Platz noch, oder? Müsste eigentlich passen. Perfekt. Wie geplant, ja, wie geplant. Eine Kirche und ein Friedhof wäre auch noch was Schönes. Ja, ein Friedhof braucht man auch. Irgendwo müssen die Leute bleiben, wenn es vorbei ist. So, jetzt habe ich natürlich hier ganz beschissene Maße. Wirklich ein Haus in so einem Viereck, das ist ja nix. Das muss ich, aber irgendwas muss ich da ändern. Ich könnte den Weg hier einfach abreißen. So, einen Moment. So, Wege entfernen. Und zwar bis hierhin. Und dann können wir hier einfach ein paar Häuser dran tackern. So, und dann gucken wir mal, wie viel wir hier noch untergebracht kriegen an Häuschen. So. Das, das. Okay, das würde gehen. Da können wir schön ein Viereck bauen. So. Okay, da haben wir ein paar Häuschen. Dann können wir hier auch noch Brücken rüberlegen. So. Weiß ich nicht, passt das oder passt das nicht? Mal sehen. Erstmal können die das hier bauen. Wir haben ein paar Obstgärten. Wir haben ja jetzt Kastanien, wir haben Walnüsse. Also können wir ein bisschen mehr viel. Ach ja, ein Lagerhaus brauche ich auch noch. Ein Lagerhaus, genau. Da muss hier nämlich auch noch ein Lagerhaus hin. Wir haben hier eins und da eins, das passt. Okay, das ist gut. Sobald der Weg ist, machen wir hier auch noch drei oder vier Häuser hin, je nachdem, wie viel dahin passen. Und dann haben wir hier oben schon mal die Ecke halbwegs gut ausgenutzt. Das Einzige wäre hier drüben noch, wo wir noch was... Okay, warum geht das mit der Holzbrücke nicht? Das, weil der Weg da ist. Der Weg hier, wenn das jetzt wirklich ist, dass dieser eine Weg hier weg muss, das wäre natürlich extrem doof. Mal testen. Okay, das geht tatsächlich nicht. Das liegt wahrscheinlich am Fluss. Vielleicht können wir es, da können wir auf jeden Fall eine Brücke hin machen. So, okay. Ein bisschen Eisen liegt hier noch rum. Das könnten wir auch abbauen lassen, ne? Hier ein bisschen Eisen und hier ist noch ein Steinchen. Alles wegmachen. Darf nichts mehr rumstehen. 390 Steine haben wir mittlerweile. Also die arbeiten hier wie verrückt. Mittlerweile läuft der Stein. Wir haben also keine Probleme mehr. Rindfleisch und Leder kommen hier auch wie verrückt. Arbeiten die hier auch schon? Ne, die haben noch nichts. Also einer von drei arbeitet schon. Das ist gut. Aber noch nicht perfekt.
So, Altersschwäche gestorben. Okay, ein neues Kind wurde geboren. Okay, ein neues Kind wurde eingeschult. Okay. Wir haben ja jetzt auch 3 Schulen. Und unsere Obstplantagen sind fertig. Yes. Das heißt, wir können hier ein bisschen was anbauen. Walnüsse, ein paar Walnüsse. Ach ja, warte, ich muss hier noch jeweils auf 1 setzen, genau. So. Dann ein paar Esskastanien. Auf 1 setzen, so. Und noch Birnen. Weiß nicht, sollen wir noch einen Brauer hier hinmachen? Dann brauchen wir noch ein paar Bauern. Wir hätten, glaube ich, noch den Platz dafür, oder? Haben wir den Platz? Gucken, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da war er. Das Wirtshaus. Also der Platz ist auf jeden Fall da. Wir können sogar hier oben hin machen. Komm, wir machen den hier hin. Wir machen noch ein Wirtshaus hier hin. Dann können wir ja auch ein Bier können und die Leute auch ein bisschen was von essen. Die Lebensmittelvorräte werden schon wieder knapp. Warum? Wir haben letztes Jahr 3000 plus gemacht. Und dieses Jahr, wir sind noch nicht am Ernten, aber gleich. Ja, wir haben jede Menge zu ernten. Die Erträge sind wieder phänomenal. Ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist hundertprozentig. Bin voll zufrieden. Vielleicht sollten wir auch hier die 3 Felder noch anschmeißen. Ich glaube, das macht Sinn, ja. Die schmeißen wir jetzt auch noch an. Auch wenn die dieses Jahr nicht mehr bestellt werden, dafür dieses Jahr, aber ist ja nicht so schlimm. So, 1, 2, 3, fertig. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Arbeiter, die hier loslegen. Warte, hier können wir noch ein paar Häuschen hinmachen. So. Zack, zack, zack. Ah, schade. Passt leider nicht. Und der Händler ist da. Sehr gut. Was hat er geladen? Kartoffelsamen und Kastanien. Ja, haben wir leider beides schon. Tut mich sorry. Kann ich dich nicht... Ah, shit. Ich hätte ihm ja Aufträge geben können, ne? Verdammt. Verdammt. Und wir müssen uns irgendwas einfallen lassen mit dem Holz. Ja, wir haben hier unten so mega viel Holz. Und hier oben, der hat nichts zum Arbeiten. Aber wir machen jetzt, wir machen Folgendes. Pass mal auf. Wir reißen jetzt das hier weg. Das heißt, dieses Holz müsste eigentlich theoretisch schon mal nach hier oben gebracht werden, weil das, ach nee, das wird nach hier gebracht, ne? Ja, okay. Ach, hier ist auch okay. Dann hat zumindest der Markt in Reichweite. Vielleicht bringt's was. Oder wir müssten hier unten noch einen weiteren Holzhacker hinbauen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Weil die Brennholzvorräte sind fast aufgebraucht. Und wir haben jetzt auch viel Brennholz ausgegeben für neue Sachen. Ein Bergarbeiter ist gestorben. Komm, wir machen noch einen Holzhacker hier hin. Ah, ich glaube, einen Holzhacker sollten wir uns noch gönnen. Wir haben 2 Stück. Mittlerweile haben wir natürlich auch... Wir sind bei 229 Siedlern. Das ist schon mal einiges. So, Nahrung sieht ganz gut aus. Wir brauchen einen Priester. So. Der Friedhof steht mit 18 Gräbern. Steine haben wir genug. Steine haben wir mittlerweile echt genug. Werkzeuge auch. Ja, die sind schon wieder am Limit. 450, wir haben 448. Das ist ganz gut. Uns fehlen im Moment so ein bisschen die Hilfsarbeiter, ne? Ja. Weil die Hilfsarbeiter sind die, die das Zeug von A nach B schleppen. Und das fehlt im Moment. Aber wenn jetzt die Ernte durch ist, sollte das alles kein Problem mehr sein. Und hier dürften jetzt auch die ersten Kühe geschlachtet werden. Hoffentlich. Ja, ja. Nein, er schlachtet nicht. Okay. Und hier auch. Ah, hier wird schon. Okay, sehr gut. Hier wird schon geschlachtet. Ah, wir bekommen hier so viel Rindfleisch.
Also ist schon wieder Herbst. Nein, die Felder. Ach nein. Weil muss ich die ernsthaft immer alle anklicken, damit die frühzeitig geerntet werden? Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Komm, macht noch ein bisschen was. Komm schon, ihr seid direkt neben dem Markt. So weite Wege könnt ihr nicht haben, Freunde. Schade eigentlich. Schade auch, dass die Bauern sich nicht gegenseitig helfen. Ja, wenn jetzt einer fertig ist, dass er dann mit nach dem anderen aufs Feld geht, sondern wirklich nur der eine. Aber ich will auch nicht mehr wie einen auf dem Feld haben. Weil einer echt ausreicht. Normalerweise. Na, Hammelfleisch und Wolle. 102 Wolle pro Jahr. Das ist echt viel. Wie sieht das denn überhaupt aus mit Wolle und lagermäßig? 262 Wolle, ach du Heilige. Und 30 Leder, das ist gut. Das heißt, der hier dürfte eigentlich immer arbeiten. So, wir gucken mal an, was hier unser Viertel sagt. Es wird fleißig gebaut. Und dadurch, dass wir Stein haben, dürfte auch eigentlich... Irgendwie haben die hier gar kein Brennholz gelagert. Und ich glaube, das liegt daran, dass die... Dass die Märkte so weit auseinander sind, ja? Dass sie wirklich gegenseitig nicht viel machen können. Aber ich wüsste nicht, wie ich das anders regeln soll. Ich müsste hier noch was hinbauen. Aber dann würde ich mir richtig viel Platz verbauen damit. Na, ich hoffe einfach mal, dass sie das irgendwie hinkriegen, wenn jetzt der Holzhacker fertig ist. Natürlich blöd, wenn die hier frieren. Ja gut, die sind gerade erst eingezogen, aber trotzdem. Oder ich müsste ein Bergwerk anwerfen, was hier einfach ein bisschen Kohle macht, ja? Dann heiz ich halt mit Kohle. Das ist auch doof. Mit Kohle heizen ist doof. Dafür haben wir ja das Holz fürs Brennholz. Dafür ist ja da. So. Können wir uns noch dran erinnern, wie viel der davor die Jahre gemacht hat? Das waren, glaube ich, 130 oder 134. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich müsste nachgucken. Aber dadurch, dass wir das Lager jetzt hier haben, ist es deutlich mehr geworden. Es ist wirklich deutlich mehr geworden. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hier unten der Holzhacker wird gebaut. Okay. Ich hoffe mal, haben die mittlerweile alles hier hingebracht? Fast. Es fehlt nicht mehr viel. Steine sind noch ein paar da. Eisen noch ein bisschen. Holz ist auch da. Nahrung. Wir können ja mal gucken, ob wir dieses Jahr klarkommen. Wir haben 24.000 produziert, 22.000, es wird sehr knapp werden, aber ich glaube, wir sind leicht im Plus. Okay, der hat Kohle, Holz, Stahl, Brennholz und Stein. Könnten wir natürlich wieder ein bisschen Kohle kaufen, ne? Oder wir kaufen... wir kaufen Stein. Stein gegen Bier, ist doch perfekt. Noch ein bisschen Kohle. Komm, gib mal her das Zeug. Kohle, Stein, kriegst dafür einen Haufen Bier. So, passt perfekt. Handeln. Auf wieder. Oder brauchen wir noch Stahlwerkzeug? Brauchen wir nicht, Holz auch nicht und Brennholz auch nicht. Alles klar, auf Wiedersehen. Bitte beehren Sie uns bald wieder. So, die frieren natürlich jetzt hier oben. Ich muss irgendwie das Zeug hier rüberbringen. Irgendwie muss das... Vielleicht sollte ich auch einfach mal mehr wie 4 Verkäufer einstellen. Ja, vielleicht brauche ich einfach mal 8. Vielleicht brauche ich wirklich einfach mal mehr Verkäufer, dass sie das Zeug schneller hinbringen. Vielleicht liegt es daran, ja. Warum habe ich da eigentlich nicht dran gedacht, ja? Ja, 3 Hilfsarbeiter brauchen wir noch. Die lassen wir lieber noch drin, ne? Oh, 3 Hilfsarbeiter bekommen gerade. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, das läuft alles. Mittlerweile ist hier alles angeliefert. Das muss nur noch gebaut werden. Das ist gut. Hier liegt auch fast alles. Ein bisschen Stein fehlt noch, aber das ist kein Problem. Und dieses Jahr haben wir auch diese Felder dabei. Hatten wir letztes Jahr auch schon? Ich weiß es gar nicht. Könnte sein. Könnte aber auch nicht sein. Bin mir nicht mehr so ganz sicher. So, produzieren wir jetzt hier auch schon? Hier produzieren wir tatsächlich noch nicht. Obwohl hier 20 Kühe sind, ja. Hier haben wir jetzt 760. 1400 Rindfleisch.
Also da kommt jetzt auch Nahrung bei rum. Das ist nicht zu unterschätzen. Es ist einiges. Letztes Jahr haben wir es so gerade eben mit 500 plus geschafft. Ja. Früher hat man immer gesagt, den Arsch am Kacken halten, ja. Oder was heißt früher hat man das gesagt? Das hat mein Vater früher immer gesagt, ja. Du musst zusehen, dass du den Arsch am Kacken hältst. Und das haben wir geschafft. Ich habe nur das Gefühl, dass unsere Friedhöfe so ein bisschen, obwohl der eine, der ist mit 18 noch, mit 1 von 18 noch ganz gut. Was wir hier machen könnten, wäre hier einfach noch 2, 3 Felder hinzumachen. Sofern das passt. So, wir können da ansetzen. Wir können hier ansetzen. 7 auf 15 kriegen wir hier hin. Brauche nicht mehr, ne? 7 auf 15 ist Maximum. Vielleicht hier noch 7 auf 15. So, und hier kriegen wir noch so eine krumme Zahl hin, denke ich mal. Ja, 8 auf 10. Ah, ist nicht, war nicht ganz das, was ich gerne hätte, aber so haben wir wenigstens noch 3 Felder, die wir ein bisschen bearbeiten können. Wir könnten hier sogar auch noch 1 oder 2 Häuschen hinsetzen. Zumindest 1. Das passt nicht mehr. Aber ist kein Problem. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. So, 2 sind an Altersschwäche gestorben. Okay, und die Nomaden haben das Rathaus erreicht. Dann gucken wir mal nach. 17 Nomaden. Freunde, 17 Nomaden. Wir haben 238 Einwohner. Wir haben 79 Familien, 79 Wohnhäuser. Das ist kein Problem. Ich würde sagen, die Nomaden lehnen wir ab. Weil wir haben wirklich einen enormen Zuwachs im Moment. Wir sind am größer werden wie verrückt. Gerade jetzt hier mit den neuen Häusern. Das sind neue Familien, die entstehen. Da werden ganz schnell neue Kinder kommen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Die 17 Leute brauchen wir wirklich nicht. Zumal wir ja auch so ein bisschen auf Bildung mittlerweile gehen. Wir sind gebildet 89% und diese 17 Leute würden das Ganze schon wieder so ein bisschen runterziehen. Ja. Ich würde sagen, hier machen wir gerade die Felder noch fertig. So, Paprika und hier machen wir Kartoffeln. So, dann stellen wir noch 3 Bauern ein. Und dann sind wir am Ende der Folge angekommen, Freunde. Unsere Obstplantage hier, die ist mittlerweile auch. Ja, ich könnte nächstes Jahr eventuell schon soweit sein. Dieses Jahr noch nicht, aber nächstes Jahr vielleicht. Wir werden sehen. Ansonsten sieht das nahrungstechnisch echt ordentlich aus dieses Jahr. Wir sind zwar jetzt schon wieder an der Grenze, aber wir werden in der nächsten Folge sehen, wie es weitergeht. Das wäre es gewesen. Ich hoffe, ihr seid übermorgen auch wieder dabei, wenn es wieder heißt. Ja, was heißt es denn? Wenn es wieder heißt, hallo und herzlich willkommen. Oder so. Eigentlich heißt es... Weiß nicht, was heißt es denn? Wenn es wieder heißt, Let's Play Banished, heißt es so? Naja, wenn es wieder heißt, wir gucken uns Rostnockel von oben an. Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss.